Why Surya? Kannst du machen? Kein Problem. Sieht so ein bisschen blöd aus, aber wir sind ja nicht so eitel. Den Schülerpreis wollen wir ja nicht mehr gewinnen. Hätten wir sowieso nicht gewonnen, aber egal. Okay, jetzt der nächste Bruder. Der hat schon Salam Aleikum zu mir gesagt, deswegen muss ich sagen, Wa Aleikum Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Lieber Bruder, stell dich am besten einfach mal vor, du kennst das ja schon hier, und wie lange du Muslim bist und was du vorher gewesen bist. Also, mein Name ist Daniel, ich bin 24 Jahre alt und seit November, Dezember 2003 bin ich Muslim. Allahu Akbar. Da habe ich mich entschieden, oder da wusste ich, dass ich, nicht dass ich mich für den Islam entscheide, also als Weg schon, aber da wusste ich, dass der Islam das ist, was ich eh schon geglaubt habe. Das ist genauso wie bei dem Bruder vorhin, dass, also ich war, wurde christlich erzogen, ich war in der, meine Eltern haben mich immer mit in die Kirche genommen, ich bin nicht mit 14 direkt raus, aber irgendwann habe ich halt gelesen oder wurde mir klar, in der Bibel ist nicht alles, kommt nicht alles direkt von Gott. Und dann irgendwann kam mir der Gedanke, wie kann ich in der Kirche sitzen und mir etwas vorpredigen lassen und ich muss zweifeln. Ich kann nicht da drin sitzen und zweifeln, dann bin ich ein Heuchler. Dann bin ich ein Heuchler und ich kann das nicht. Also bin ich erstmal aus der Kirche raus, habe gesucht, habe mir alle möglichen Religionen angeguckt. Ich muss zugeben, ich habe mir einmal den Koran gekauft und nach den ersten Seiten ist er sofort wieder ins Regal gewandert und ich habe bereut, dass ich das Geld ausgegeben habe. Danach, ein paar Jahre, habe ich weitergesucht, hatte viel Spaß, habe mir eigentlich viel Schaden zugefügt, aber dann wurde mir irgendwann klar, so kann das nicht weitergehen, weil ich sehr unruhig war, sehr, sehr aufgewühlt und ich habe gemerkt, das ist wie als wenn du in einem Auto drin sitzt, auf dem Fahrersitz und du weißt genau, wo du hin willst. Ich wusste genau, wer ich sein will, aber als hätte ich das Steuer nicht in der Hand und ich würde genau in die entgegengesetzte Richtung fahren. Und wo rein? Da? Hier rein, das ist besser als das Mikrofon. Deswegen. Okay. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ja, du hast gesagt, ich kann nicht wieder erinnern, weil ich habe genau zugehört. Mhm. Du hast gesagt, du hast das Gefühl gehabt, als wenn du in einem Auto sitzt und du fährst in genau falsche Richtung. Genau. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich tun, damit ich das Steuer wieder in meine Hand kriege? Ich habe mir alle möglichen Religionen angeguckt, habe ich mir überlegt, weil ich mich schon vorher interessiert habe. Dann landet man ja immer beim Islam. Ja, meistens. Ich habe nach und nach aussortiert und mir ist aufgefallen, das wird immer weniger. Dann blieben am Ende nur noch der Buddhismus über und der Islam. Ja, der Buddhismus und der Islam. Ähnlich war bei mir das eigentlich auch. Ja. Dass ich wirklich, ich habe ja auch dieses Buch gekauft damals, ich habe auf der Kassette viele Details noch vergessen, dass ich wirklich geguckt habe, was kann stimmen und dann aussortiert und am Ende blieb nur noch Islam übrig, so ungefähr. Ja. Subhanallah, ja. Ja, und dann, ich habe zum Beispiel auch mit einer buddhistischen Gruppe habe ich Kontakt aufgenommen und in dem Moment, wo sie gesagt haben, bei uns gibt es Schöpfer, da wusste ich eigentlich, dass das nichts für mich ist und da musste ich den Islam nehmen. Weil der Islam das Logischste für mich war, das konnte ich akzeptieren. Da gab es einen Schöpfer, das habe ich immer geglaubt. Ich war zum Beispiel Christ, aber ich habe nie zu Jesus gebetet. Ich habe immer zu Gott direkt gebetet. Das geht vielen so. Ja. Das geht sehr vielen so, weil sie einfach von der Natur her das gar nicht realisieren und gar nicht aufnehmen. Das ist Wahnsinn, wenn ich mich mit manchen Christen unterhalte und ich sage ihnen nicht, dass ich Muslim bin, aber ich spreche mit ihnen über gewisse Themen, über gewisse islamische Verhaltensweisen, über gewisse islamische Glaubensinhalte. Ich spreche mit ihnen darüber, sie stimmen mir zu. Aber sie wissen nicht, dass das der Islam ist und sie wissen nicht, dass das, was ich sage, eigentlich dem zuwiderläuft, was ihre Religion ist, nämlich dem Christentum. Und das finde ich erstaunlich. Und ja, so bin ich jedenfalls reingekommen. Es gab viele Zweifel natürlich noch und ich denke, Zweifel, die hat jeder mal, die bringen ja noch weiter, weil es so ein Motor ist, der einen antreibt. Ja, am Ende ist das ein, was einen erst recht überzeugt, wenn man die Antwort darauf hat. Dann weiß man, was man hat. Alhamdulillah. Ja. Und da kann ich mich dem Bruder von vorhin anschließen, der gesagt hat, dass viele Muslime leider nicht genau wissen, was sie haben. Ich habe auch mit Muslimen gesprochen, die zum Beispiel gesagt, wenn mich jemand fragt, seit wann bist du Muslim, dann sage ich natürlich seit 3 Jahren oder so. Aber dann frage ich auch, seit wann lebst du den Islam richtig? Weil ich viele Muslime kennengelernt habe, die dann gesagt haben, ja okay, mit 17 oder mit 20 oder so, da wusste ich, ich muss mehr tun. Das reicht nicht, was ich bis jetzt gemacht habe. Subhanallah. Subhanallah. Willst du denen noch eine Botschaft geben, den Muslimen und den Nicht-Muslimen? Ja, den Muslimen, dass sie eben genau das machen, was du vorhin im Vortrag gesagt hast. Nicht jedem
zuhören, der irgendwas erzählt, sondern sich wirklich an die Sunna halten, sich wirklich mit den Hadith beschäftigen und lesen und gucken, dass sie sehen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, gesagt hat, und nicht unbedingt, was irgendjemand in seinem Buch schreibt, dass man dann geschenkt bekommt. Und was ich den